Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Heute ein Roadmovie, wie ihr vielleicht an den Hintergrundgeräuschen hören könnt und auch seht, dass ich mich in einem Auto befinde. Gestern, diejenigen, die gestern zugehört haben, die freuen sich ja schon darauf, auf die Auflösung von heute. Denn gestern habe ich eine Geschichte vorgelesen, zu der Nosrat Pezeshkian dann geschrieben hat, dass der schillernde Begriff der Fähigkeiten von Abdu'l-Bahá durch das Konzept der Einzigartigkeit ergänzt, wobei der Erzieher mit dem Gärtner und der Mensch, das Kind, mit Pflanzen verglichen werden. Und diese versprochene Geschichte von gestern lese ich natürlich heute vor. Und sie heißt: Der Erzieher, ein Gärtner. Die Arbeit des Erziehers gleicht der eines Gärtners, der verschiedene Pflanzen pflegt. Eine Pflanze liebt den strahlenden Sonnenschein, die andere den kühlen Schatten. Die eine liebt das Bachufer, die andere die dürre Bergspitze. Die eine gedeiht am besten auf sandigem Boden, die andere im fetten Lehm. Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege haben, andernfalls bleibt ihre Vollendung unbefriedigend. Das war sie schon, die Geschichte, und ich hoffe, dass dieser kurze Impuls etwas Großartiges in euch auslöst, so wie wenn wir im Bereich der Pflanzen bleiben, das kleine Samenkorn schon alle Fähigkeiten und Möglichkeiten in sich trägt, die wir nachher in einem ausgewachsenen Baum ausgeprägt sehen. Und so wünsche ich euch, dass ihr noch einen schönen Freitag verbringen könnt und denkt doch einfach mal darüber nach, welche Pflege ihr brauchen würdet, welche Pflege ihr euch gewünscht hättet. Und welche Pflege ihr den Menschen, denen ihr heute noch begegnet, angedeihen lassen könnt. Das wäre doch mal eine Idee. Dann freue ich mich darauf, euch morgen wieder zu treffen bei einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Morgen werde ich sie aus Wiesbaden lesen, höchstwahrscheinlich. Bis dann.